Grüß Gott, mein Name ist Thomas Baunach von der Schaffhausen Software GmbH. Ich darf Sie im Rahmen unserer 14-tägigen Webinarreihe begrüßen. Unser heutiges Thema ist der Autodesk Configurator 360. Die wenigen Informationen, die uns momentan dazu vorliegen, habe ich mal versucht, hier in einem PDF zusammenzutragen und werde Ihnen jetzt in den nächsten Minuten das Ganze mal versuchen vorzustellen. Ja, was ist der Autodesk Configurator 360? Es geht im Prinzip darum, Ihre eigenen CAD-Konfigurationen für jeden und überall zur Verfügung zu stellen. Für jeden und überall heißt im Rahmen der Produktreihe 360, also sprich, es ist eine cloud-basierende Konfiguration. Es dient dazu, dass Sie zum Beispiel Entwickler, Kundenvertriebsabteilungen oder auch Konstrukteure sozusagen zu einer Online-Sitzung einladen und diese, die von Ihnen bereitgestellten Modelle, sich selbst über einen Konfigurator modifizieren können und entsprechend für Ihre Konstruktion, für Ihre Präsentation in verschiedenen Formaten downloaden können. Der Zugriff auf individuelle Produktausführungen ist somit möglich. Und natürlich haben Sie dann als der Ersteller dieser Konfiguration auch die Möglichkeit, diesen Zugriff einzurichten, sprich zu konfigurieren. Also im Prinzip autorisieren Sie dann den Anwender, was er darf und was er nicht darf. Es gibt hierzu noch die Option, dass Sie sagen, ich gewähre dem Kunden oder der Firma XYZ einen kompletten Zugriff auf alle Katalogprodukte. Was Sie hier sehen, ist auch mal ein Screenshot der Startmaske, sozusagen der Welcome Screen. Und auf der rechten Seite sehen Sie auch zwei Buttons, wo Sie über diverse Lernprogramme in das Produkt eingeführt werden. Ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist die Inventor-Kompatibilität. Das heißt also, jetzt aus Autodesk-Sicht das führende 3D-Produkt. Und Sie können oder haben hier den Vorteil, dass Sie eben Ihre eigenen Konfigurationen, die Sie vorher über Parameter erstellt haben, entsprechend nutzen können. Unterstützt wird zusätzlich noch der Inventor ETO, also Engineer to Order. Auch hieraus lassen sich entsprechende parametrische Konstruktionen ableiten und als Modell in der Cloud bereitstellen. Der Configurator 360 selbst erkennt diese bestehenden Parameter und kann sie dann entsprechend bereitstellen. Konstruktionslogiken aus zum Beispiel iLogic, die vorher schon dem entsprechenden CAD-Modell beigebracht wurden, können entsprechend übernommen werden. Ja, das Ganze funktioniert dann über eine sogenannte Parameterkontrolle. Das heißt, Sie können mit dem Configurator selbst nicht eine eigene Konfiguration erstellen, sondern nur eine vorhandene abgreifen. In welcher Form und welche Parameter dazu bereitgestellt werden, das definieren Sie bereits im Vorfeld schon in der CAD-Anwendung. Was Sie jetzt hier im nächsten Screenshot sehen, ist die entsprechende Möglichkeit, den Zugang zu gewähren. Also es gibt momentan im Configurator sozusagen drei Varianten, wie Sie das machen können. Zum einen einen sogenannten Unrestricted View, das heißt also, Sie geben alle Produkte aus Ihrem Katalog komplett frei. Einen Restricted View, wo Sie dann explizit festlegen können, ob entsprechende Lese- oder Schreibrechte vorhanden sind und vor allem dann eben auf welche dieser Produkte. Und letztendlich noch hier dann auch in Rot geschrieben der Restricted View, der also nur den Administrator vorbehalten ist, um irgendwelche Konfigurationen oder Voreinstellungen zu machen. Was kann der Konfigurator entsprechend voreinstellen? Habe ich dann hier mal in vier Punkten zusammengefasst. Es geht hier zum Beispiel um die Verwendung bzw. Nichtverwendung vorhandener Parameter. Das heißt also, Sie können ja über das CAD-Modell eine ganze Anzahl von Benutzerparametern vordefinieren, müssen aber entsprechend im Configurator diese nicht alle bereitstellen.
Das war, dann können Sie Mindest- oder Maximalwerte von Parametern vorgeben, die über entsprechende Listen abgerufen werden. Es gibt die Möglichkeit einer sogenannten logischen Gruppierung von Parametern in entsprechenden Dialogen und, wie gerade eben schon erwähnt, die entsprechende Lese- oder Schreibberechtigung für einzelne Parameter. In der nächsten Übersicht sehen Sie zwei Folien, wo man zum einen die Möglichkeit sieht, wie bekomme ich denn überhaupt ein CAD-Design in den Configurator rein. Das heißt, in diesem Dialog geben Sie ganz oben den Namen ein, wählen dann das entsprechende Format aus. Da ist also momentan nur das IPT und das IAM möglich. Hinweis noch zur Baugruppe, die muss in einem gezippten Format vorliegen, sodass wahrscheinlich dann die probateste Vorgehensweise wäre, das Ganze über Pack and Go aus der Konstruktion zu separieren und dann entsprechend in ein ZIP-Format umzuwandeln. Im zweiten Bild sehen Sie dann, wie das aussieht, wenn das entsprechende Modell schon im Configurator geladen ist. Das heißt, es wird ein Thumbnail, ein sogenanntes Vorschaubild erstellt und es wird dann unter dem entsprechenden Link auch angezeigt, wie die Berechtigung ist. Auf der rechten Seite haben Sie, wenn Sie die entsprechende Berechtigung vorweisen können, noch die Möglichkeit, Parameter zu editieren, beziehungsweise auch das entsprechende Aussehen der Dialoge zu konfigurieren. Dann hier nochmal gezeigt, wie es dann aussieht, wenn es letztlich schon im Katalog angekommen ist, das Produkt. Man sieht also dann auf der linken Seite die entsprechenden Modell, sprich Benutzerparameter. Und je nachdem, ob Sie eben eine freie Eingabe vorgesehen haben, ob Sie entsprechende Minimal- oder Maximalwerte zulassen wollen oder das Ganze über eine vordefinierte Liste definieren. Unten links sieht man dann auch die Möglichkeit, entsprechend vorher vordefiniert durch den Administrator, welche Formate für den Download zur Verfügung stehen. Also jetzt hier in dem Beispiel ist es nur das 3D-DWF, STAT und SAT, wobei es noch eine ganze Reihe an weiteren Formaten gibt. Das sehen wir dann in der nächsten Übersicht. Ja, und unten drunter nochmal die Möglichkeit für den Administrator gezeigt, die einzelnen Parameter zu beeinflussen. Das heißt, auf der linken Seite werden die entsprechend alle komplett aufgelistet. Und auf der rechten Seite würden Sie dann festlegen, welche im Configurator angezeigt werden. Hier dann eben auch die Möglichkeit, Mini- oder Maximalwerte vorzugeben. Ja, nochmal kurz zu diesen Download-Formaten, die momentan im Configurator zur Verfügung stehen. Neben den sogenannten Industriestandards wie ArcGIS und STEP haben wir zurzeit eben auch logischerweise das klassische Inventor-Format, das DWF, CATIA V5, OE, JT, Parasolid, SAT und, was ich auch sehr interessant finde, Stereolith-Format, wobei Sie das entsprechende Format dann eben auch für den 3D-Druck nutzen können. Des Weiteren werden auch noch Bildformate wie Bitmap, JPEG, GIF oder TIFF unterstützt, sodass eigentlich die komplette Palette damit abgerundet ist. In der unteren Maske sehen Sie dann auch die entsprechende Einstellmöglichkeit für den Administrator, welche dieser Formate zur Verfügung stehen. Okay, dann hätte ich gesagt, schauen wir uns das Ganze nochmal live an. Sprich, als klassische 360er-Anwendung direkt über den Internet Explorer zu starten. Das Schöne hierbei ist die Anmeldung über Ihren Autodesk-Account, der bereits besteht. Sie müssen sich also keinen eigenen für den Configurator anlegen, sondern Ihr bereits bestehender Autodesk-Account kann dazu benutzt werden. So, dann melde ich mich mal hier eben an, üblicherweise mit Mail und Kennwort. Okay. Ja, und dann sehen wir eben, wie gesagt, eingangs diesen sogenannten Welcome Screen.
mit den Möglichkeiten hier auf der rechten Seite entsprechende Lernprogramme zu starten. Hier oben haben wir einen Reiter, der nennt sich Optionen. Das ist also sozusagen das Umfeld für die Vorkonfiguration, für die administrative Geschichte, beginnen mit dem sogenannten Branding. Sie entscheiden also hier letztendlich, wie Ihre Oberfläche gestaltet wird. Das heißt, Sie können hier Ihren Firmennamen, einen entsprechenden Link zu Ihrer Homepage zum Beispiel hinterlegen. Sie können hier die Farben zuweisen, wie der entsprechende Desktop dargestellt wird, mit oder Hintergrundfarbe entsprechend verlaufend oder eben nicht. Sie können ein Logo mit zuweisen und entsprechend zusätzliche Texte wie zum Beispiel Nutzungsrechte oder sonstige Hinweise geben. Im Register Downloads, wie vorhin auch schon in dem PDF gesehen, legen Sie dann eben fest, was dem entsprechenden Kunden zur Verfügung steht an neutralen Formaten. Und über Zugriff, diese drei Optionen, die ich auch schon erwähnt habe, wie und in welcher Berechtigung entsprechend zugegriffen werden darf. Es gibt hier noch einen eigenen Reiter Users, wo Sie also dann entsprechend auch mehrere Administratoren festlegen können, wenn es jetzt zum Beispiel um verschiedene Standorte oder verschiedene Ausführungen geht. In dem Register Designs sehen wir dann entsprechend hier die Übersicht über bereits bestehende Katalogprodukte. Das ist also das, was ich in der Vergangenheit schon erzeugt und bereits hochgeladen habe. Und links oben eben der Schalter für ein komplett neues Design. So, schauen wir uns mal so ein bestehendes Katalogprodukt an. Das heißt, ich gehe jetzt zum Beispiel einfach mal auf dieses Produkt Druckfeder. Das ist zum Beispiel ein Produkt, was sicher für diverseste Anwendungen im Maschinenbau benötigt wird und dementsprechend auch konfigurierbar sein soll. So, das ist also ein ganz normales Modell aus dem Inventor generiert und hier habe ich jetzt einfach mal die Möglichkeit vorgesehen, drei verschiedene Parameter festzulegen, die also jetzt der Anwender selbst festlegen darf, was Drahtdurchmesser, Windungsdurchmesser und Federlänge betrifft, und im unteren Bereich kann er also auch noch den Werkstoff wechseln. Das ist genau die Oberfläche, wie sie dann eben Ihr Kunde, Dienstleister oder wer auch immer zu sehen bekommt. Und der hat jetzt hier die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, ich möchte einen anderen Drahtdurchmesser haben, also ich wähle jetzt hier einfach mal 5 aus, gibt den Wert ein und dann wird das Produkt auch sozusagen sofort online konfiguriert. Wir sehen also dann hier auch direkt die Auswirkung. Ich möchte jetzt auch einen anderen Windungsdurchmesser haben, zum Beispiel einen 60er. Das Schöne hierbei ist eben, dass sofort in der Vorschau dem Anwender gezeigt wird, wie das Produkt aussehen wird. Wenn ich jetzt hier noch die Länge verändere, sagen wir mal auf 100, dann habe ich mir meine Wunschfeder konfiguriert. So, kann man es dann hier noch entsprechend betrachten, wie das Produkt aussieht. Ich brauche jetzt eigentlich hier unten nur noch das entsprechende Format auszuwählen. Drückt drauf, kriegt dann eine entsprechende Dialogbox zum Download und kann es eigentlich dann auch sofort in meiner Konstruktion verwenden. Gehe ich mal zurück in die Übersicht. Natürlich funktioniert das nicht nur mit einzelnen Bauteilen, sondern auch mit gesamten Baugruppen. Das heißt, man kann hier wirklich komplette Konfigurationen abbilden, wie zum Beispiel jetzt hier diesen Metallkäfig. Schauen wir uns den mal an. Hier habe ich jetzt dann auf der linken Seite entsprechende Parameter vorgesehen. Hier geht es also zum Beispiel jetzt um die Länge dieses Metallkäfigs. So, gehen wir uns mal so hin. Um den Durchmesser, dann die Flanschlänge selbst und entsprechend den Abstand dazu. Also das soll er dann eigenständig auch korrigieren. Sprich, wenn ich jetzt hier mal die Länge auf, sagen wir mal, 1200 verändere, dann passt sich hier die komplette Konstruktion an. Metallkäfig verändere ich mal den Durchmesser auf 600. Dann sieht man, dass ich eben hier auch die entsprechenden Flanschlänge anpassen.
Und bei den Flanschringen möchte ich jetzt also weniger haben. Das heißt, das wird hier über den Abstand definiert. 200 Abstand reduziere ich jetzt einfach mal auf 300. Dann muss ich entsprechend auch die Anzahl anpassen. Und schon habe ich jetzt auch hier mein Wunschprodukt konfiguriert. Das ist in dem Fall meine ganze Baugruppe. Ja, Vorgehensweise analog. Einfach entsprechend downloaden und ich kann es sofort umsetzen. Vielleicht nochmal kurz hier ein drittes Modell, wie zum Beispiel jetzt hier diese Railing. Hier sieht man dann auf der linken Seite auch die Möglichkeit, wenn es jetzt noch ein bisschen umfangreicher werden soll, was die Konfiguration betrifft, dass man zum Beispiel die Möglichkeit hat, freie Eingabefelder zu definieren und auch vorgegeben. Also das kann man dann zum Beispiel auch mischen entsprechend. So, möchte ich das Ding gerade mal aus. Ja, das fängt zum Beispiel schon mal an mit einer Farbe. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte das hier in einer orangen Ausführung haben. Dann färbt er das entsprechend ein. Dann Railhöhe bzw. Railgesamtlänge möchte ich einfach mal verändern jetzt auf 50. Dann habe ich hier unten vorgesehen die Möglichkeit einer Befestigungsart, zum Beispiel jetzt Platte oder Rail. Ich stelle das mal um, dann wird es entsprechend verändert. Material und was jetzt auch noch interessant ist, die Ausführung schwer oder leicht. Wenn ich das jetzt hier auf leicht umstelle, dann werden hier unten die Füße entsprechend modifiziert. Aha. Kurzer Timeout gewesen, haben wir zu lang ein bisschen dran rumgebastelt. Und dann werden hier unten eben auch noch entsprechend die Füße verändert. Oder zum Beispiel jetzt hier bei diesem Müllcontainer. Also in der Baugruppe gibt es dann eben sogar die Möglichkeit, bestimmte Stellungen von Bauteilen mit einzubeziehen. Was jetzt bei diesem Müllcontainer zum Beispiel der Fall wäre, Tür öffnen, klicke ich einfach auf die Option. Und siehe da, dann wird auch entsprechend eine Stellung in der Baugruppe mit abgebildet, also beispielsweise Dinge wie Zylinder ein- oder ausgefahren, irgendwelche Hebestellungen. Also das kann man dann hier natürlich auch noch entsprechend mit abbilden. Gut, das soll es dann für jetzt erstmal in der Kürze gewesen sein. Ich hoffe, dass ich Ihnen mit dieser kurzen Übersicht mal einen Einblick in die Möglichkeiten dieses Configurators gegeben habe. Falls aus Ihrer Seite noch irgendwelche Fragen auftauchen, dürfen Sie mir gerne diese per Mail oder mich anrufen. Und ansonsten danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns in einem der nächsten Webinars wiedersehen. Vielen Dank und auf Wiedersehen.